So, ein Part wollte ich heute. Darum können wir jetzt endlich mal die nächste Aufgabe angehen. Ich möchte gerne in diesem Part das Level hier schaffen mit Lisa. Zunächst erstmal sehen wir den Schulbus, damit wir. Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit. Sofort! Das Auto zu stellen können. Habe ich ein bisschen gespoilert. Habe ich eigentlich schon in der letzten Part schon erwähnt. Ganze, dass wir ein Auto zerstören müssen. Oh, meine Frisur! So, der Bus ist natürlich mal wieder ziemlich schwierig zu steuern. Aber ich glaube, wenn wir das Level abgeschlossen haben, dann müssen wir uns da eigentlich keinen Gedanken mehr machen. Ich glaube, dann müssen wir den Schulbus eigentlich nicht mehr fahren. Ich will meinen Mund nicht zu voll nehmen, vielleicht gibt es doch noch eine Mission. Weil der Schulbus ist eigentlich ein schweres Auto, trotzdem ist er ziemlich schnell. So, und das Händen des Busses ist einfach total behämmert. Aber der ist wenigstens schneller als zum Beispiel Barneys Schneeflug. Und deshalb will ich da mal meinen Mund nicht zu voll nehmen. Also, wie ihr sehen könnt, Leute, die Wahl des richtigen Fahrzeugs ist für jede Mission sehr wichtig. Danke, dass du meinen Tagesfang abgeliefert hast. Jetzt kann ich dir sagen, dass ich deinen Bruder gesehen habe. Wirklich? Das ist ja toll! Er saß in der langen, schwarzen Limousine und... Ahoi, die ist vielleicht gefahren. Ah, da seht ihr es, zerstören die schwarze Limousine und sucht Bart, lass die Zeit nicht verstreichen. Hier, in der Lupe ist garantiert eine Krone. Hallo, Springfield! Gut. Von wo kommt die Limousine? Von hinten? Nein! Nein! Fehlt! Schande! Ich würde fast glauben, jetzt können wir es schon neu starten, weil ich das verkackt habe am Anfang. Aber wir haben ja noch einen Versuch. Ach, scheiße. Jetzt geht die Post ab! Tut mir leid! Entschuldigung! Wisst ihr was? Wir müssen hier hochfahren. Und da ihn dann voll frontal rammen. Wenn wir das gut hinkriegen, Leute, boah. Ah, hat nicht ganz geklappt, aber wir haben ihn trotzdem ein bisschen Schaden gemacht. Ah, komm schon, Lisa. Ben. Oh. Das sieht übel für dich aus, mein Freund. Also lange wird der uns nicht mehr überleben. Zack! Da werde ich oft babysitten müssen, um das zu bezahlen. Nein, da wirst du gar nicht babysitten müssen, um das zu bezahlen. Ui. Oh, diesmal haben wir den Jump perfekt gemacht. Mit dem Schulbus. So. Jetzt noch schnell ein Fahrzeugwechsel. In dem Schulbus will ich nicht fahren. Ach komm, hier nehme ich schnell. Nee, das hat schon so viel Schaden. Streber. Das Streberauto. Ah, ich sehe gerade das Tempo. Das Streberauto ist gar nicht so gut. Hat dafür aber ein gutes Handling und eine einigermaßen gute Beschleunigung. Das ist so. Jo. Wo kann sich denn jetzt der gute alte Bart befindet? Oh mein Gott! Ich habe die Limousine zu Schrott gefahren und Bart umgebracht. Arr, du bist kein Mörder. Er war nicht in der Limousine. Er ist rausgesprungen und an Bord dieses Schiffes gegangen. Kannst du mich dorthin bringen? Na, ich hasse das Meer. Oh, jetzt haben wir was Neues über den... Hier,
über den Kapitän erfahren und der hat das Meer. Okay, das habe ich auch noch nicht gewusst. Ein Kapitän, der das Meer hasst. Wo kann denn jetzt der gute alte Bart sein? Bart, auf diesem Schiff also, wo soll er denn sein? Ja, wahrscheinlich wird es wieder hochspringen. Da ist der! Du Chaot, wie kannst du nur? Nein, bitte fall jetzt nicht runter! Oh oh. Steh auf! Du Penner! Nein! Nein! Was spawn ich hier? Warum spawn ich hier? What the hell? Auto, Auto! Nein, ich will nicht neu starten. Oh, das gibt's nicht. Warum habe ich den da runtergetreten? Gib mir schnell ein Auto. Los, gib mir eine Telefonzelle, bitte. Du musst doch gar nichts aufpassen. Die Zeit. Auf die Zeit musst du aufpassen. Oh, das war jetzt sehr dumm, was ich gemacht habe. Ja, ist egal, gib mir einfach nur schnell eine Karte. Von mir aus auch die. Komm schon, steig ein, Lisa. Wir fahren jetzt mit unserem halb zerstörten Auto. Oh nein, bitte nicht schrotten. Oh, wir brauchen das Auto noch. Um da hoch zu springen, ne? So, jetzt aber, Leute. Und Enter. Boah. Ich hab dich gefunden. Cola, Limousin. Cola, Limousin. Bart, reiß dich zusammen. Ich muss ihn zu Bewusstsein bringen. Bart, wie alt bist du? Was ist dein Lieblingsschlagwort? Schnusch meine Hintern. Es hat keinen Zweck. Sein Gehirn ist noch umnebelter als sonst. Ich kann dich nur nach Hause bringen und dir eine Windel anziehen. Hurra! Ich hab gewonnen! 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 So, da bin ich wieder. Ich muss nur kurz das Ladekabel an meinen Laptop anschließen, bevor es ausgefallen ist. So, wir haben Bart gefunden, aber der ist irgendwie ein bisschen benebelt. So, was spielen wir jetzt heute? Macbeth wurde Feld gefunden. Verwirrter Depp kratzt sich am Kopf. Jung aus Springfield unversehrt gefunden. Gedächtnis gelöscht, Hosen besudelt. Oh. Ja, das ist ja nicht so toll, ne? Aber wir können trotzdem froh sein, dass wir ihn überhaupt gefunden haben. Und Klitus? Na, vielleicht waren es ja die Typen, die Bart verschleppt haben. Wird sich aber bestimmt noch aufklären. Ich muss dazu sagen, ich habe das Ende dieses Spiels nie gesehen. Weil ich es nie durchgespielt habe. Ich weiß, ich bin immer ziemlich weit gekommen, aber es ist immer irgendwas dazwischen gekommen. Und wir sind im nächsten Level mit March. Ist das nicht cool? Jetzt dürfen wir als March spielen. Und wir befinden uns wieder in Level 1, also im selben Level wie mit Hoba. Egal, sprechen wir mal mit Bart. Ach Bart, warum murmelst du so wirres Zeug? Der Schwachkopf meines süßen kleinen Jungen ist wohl total durchgedreht. Die ganze Stadt spielt verrückt. Sicherheitskameras, geheimnisvolle Vans, Kreise in Getreidefeldern. Da muss es eine Verbindung geben, ob die Polizei vielleicht etwas weiß. Für ein paar Donuts mehr. Such Schiefwege und sammle Donuts hin, ehe die Zeit abgelaufen ist.
Ihr erinnert euch vielleicht noch, wir haben ihm doch gerade erst im letzten Part mit Lisa geholfen. Und jetzt müssen wir den schon wieder aussuchen, den Kerl. Ach ja. Egal, Marc hat ein cooles Auto, und zwar der Camionero. Oh, die fährt schon los. So, ich nehme mal kurz eine Abkürzung. So, und jetzt können wir auf den Dach. So, da ist er. Achso, der will zu Lovelace. Und zum Schmalzjungen. Heißt der auf Deutsch. So, hier ist es schon. Hallo, Chief Wiggum. Der ist mal wieder unsichtbar. Chief Wiggum, ich muss herausfinden, was mit Bart passiert ist. Können Sie mir zeigen, wo die Getreidefeldkreise sind? Vielleicht finde ich da einen Hinweis, wie man Bart heilen kann. Ach, das ist lieb. Ich würde gern helfen, aber ich habe ganz schlimmen Unterzucker. Der Donutladen hat geschlossen und ich habe einen Affen im Nacken, der nach Schmalzgebackenem schreit. Okay. Rammen die Donuts. Okay. Chief Wiggum ist also unsichtbar. Das war ich übrigens auch einmal. Da wurde mir total schlecht. Also es klingt total dämlich, aber... Hast du Tomaten auf den Augen? Ich bin dann sogar einmal unsichtbar. Und das war sogar noch in einer Kirche. Sehr gut. Komm jetzt, komm wieder. Bam. Okay, perfekt, das haben wir auch schon eingesammelt. Und seht ihr, wie Marge Haare sich so krümmen? Weil sie halt so lange Haare, ne? Und ach du meine Güte! Im Auto. Nein! Was macht der denn? Liebe Zeit! Oh, der fährt uns weg. Und bam! Okay, das war kein herzhafter Ram. So, jetzt wollen wir den aber nochmal richtig schön rammen. Gute Wahl. Ah, okay, hier heißt er auch Ladlab, also selbst in der deutschen Version. Oh, blöde Mauer. Blöde Mauer. Da oben ist eine Sammelkarte, die merke ich mir. Und sammeln wir die gleich mal. Das ist ein Unfall. Hier durch die Schule. Egal, dann sehen wir die auch mal. Und nicht nur von innen. Ich weiß ja, wir waren mit Homer in der Schule drinnen. Gute Musik. Also das ist echt stimmig. Ich habe das ganz gerne mit dem Headset. Ich sollte mich nicht darüber freuen. Und da macht das ganz echt laut, muss ich sagen. Warum ist die Matsch jetzt schon wieder hier oben gespawnt? Für eine vielbeschäftigte Hausfrau bist du ganz schön zielstrebig. Die Getreidekreise sind bei Klitus Hütte. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss eine Wagenladung Donuts verputzen und dazu brauche ich jede Menge Kaffee. Ich habe gewonnen? Das tut mir leid. So. Wir haben die Sonne alles abgeschlossen. Wann wollen wir... Moment. Ist auf Lovelace eigentlich eine Sammelkarte? Ah, da oben ist doch eine. Tatsächlich, da ist eine. Frage ist, wie kommen wir da rein? Ja, wahrscheinlich mal wieder über den Quickie-Markt, würde ich einfach jetzt mal behaupten. Nur ein bisschen justieren? Yippie! Na, willst du da mal drauf springen, Marsch? Ach, die Musik ist so beruhigend. Na, Lene... Ich dachte, man könnte den Baum kaputt treten. Ich weiß gar nicht, wo wir hin können. Wow. Das ist aber eine fiese Biene. Da
Das war nicht so schlimm, wie es aussah. Oh, anscheinend doch. Oh Gott. Oh, du dämliches Viech, ey. Na, komm schon. Ah, ich glaube, ich bin Button verfehlt. Alles in Ordnung. Das wird sich schon wieder einrenken. Oh Mann. Doch, geht doch, ey. Dämliches Viech. Haben mich jetzt so viele Münzen gekostet. Oh, was ist denn das für eine Musik jetzt? Wo haben wir nochmal gleich geparkt? Ah, vom Quickie Mart bestimmt. Jawohl, Mist Schneeflugjacke, die von Homer, ne? Lustig. Oh, schon wieder eine Biene? Nicht euer Ernst. Drei Bienen? So, Klitos fahren wir aber erst im nächsten Part. Ich glaube, ich möchte jetzt erstmal noch eine weitere Sammelkarte holen, die ich da gesehen habe. Und dann möchte ich den Part wieder beenden. Wow, Marsch. Jetzt hört sich schnell. Damn. So, da ist sie auch schon, die Sammelkarte. Ein schönes Gefühl, die Gehwerkzeuge auszustrecken. Ist so. Och nö. Oh, okay, da können wir auch ganz leicht hoch. Oh, schon wieder diese dämliche Weste. Oh Mann! Was schenkst du dir? Mann, du dämliches Viech! Oh. Bam! In der Luft! Na toll, jetzt habe ich das Geld nicht bekommen. Egal! Jetzt weiter geht's, sehen wir dann im nächsten Part.